Mein Name ist Zink, Anka Zink. Ich bin Kabarettistin, Unterhaltungskünstlerin, Humordienstleisterin, wenn Sie möchten, auch Lebensretterin in schweren Zeiten. Das war jetzt nur passend zu dem Geräusch im Hintergrund. So lustige Sachen kriegt man manchmal geschenkt. Zu Zeiten von Corona ist die Antwort dann so: Ist Kunst dann weg? Sport ist für mich super wichtig. Man sieht mir das nicht direkt an, aber ich bin eine Vertreterin des Breitensports. Wenn man nichts tut den ganzen Tag, das ist für mich nichts. Bisschen Bewegung ist gut. Hier so ein Ruderergometer ist toll, kann ich nur jedem empfehlen. Ansonsten fahre ich ein bisschen Fahrrad oder schwimmen, ist auch sehr schön. Und wer alles davon nicht auf die Kette kriegt, kann auch einfach gehen. Ist auch gut. Was mache ich zurzeit? Also hauptsächlich den Garten. Mein Gewürzbeet steht 1A. Das ist alles für die Kunst, nicht für die Katz. Das Leben kann auch ohne Corona sehr, sehr, sehr gefährlich sein. Ist der Mensch die Corona der Schöpfung oder ist Corona die Schöpfung des Menschen? So muss man es ja vielleicht mal sehen im Zusammenhang mit Klima und Wildtieren und immer mehr Menschen und immer weniger Raum für alle. Wenn man viel am Computer arbeitet, dann braucht man Abwechslung. Man muss seine Fingerfertigkeit üben und auch mal den Nacken strecken. Kein Blödsinn. Man wird oft gefragt, was machen Sie, wenn Ihnen nichts einfällt? Ja, ich sage es Ihnen, dann nehme ich Hilfsmittel und denke, ich bin nicht der einzige Esel auf der Welt. Und dann spielt man ein bisschen rum und dann kommt man eigentlich auf Lösungen. Ich finde, man kommt immer auf Lösungen, wenn man sich die Zeit dafür nimmt, sie zu suchen. Come with me, so. Musst du ein bisschen in die Richtung gehen. So, und dann haben wir noch ein... Ja, was mache ich hier? Ich mache so kleine Aufsage, weil der Mensch muss ja heute... Vorsicht hören. Weil der Mensch muss ja heute fürs Internet gewappnet sein. Und dann muss man halt solche Installationen selber machen. Und natürlich auf eine vorteilhafte Höhe achten. Und wenn es was gibt in dieser Corona-Krise, was mir wirklich missfallen hat, dann, dass alles so auf die Funktionalität abgehoben hat, dass alles systemrelevant war, was funktionieren muss. Ja, Kacke! Singen, tanzen, spielen, lachen, das ist wie Sex ohne Kondom. Ich möchte damit sagen, dass wirklich beängstigend und kulturgeschichtlich neu der Punkt ist, den es noch nie in der Weltgeschichte gegeben hat, dass du als darstellender Künstler überflüssig bist. Aber freiberufliche Künstler verfügen traditionell über gigantische informelle Überlebensreserven. So viel vorab. Wir werden arm gemacht. Und das nicht mal aus böser Absicht. Hi! Und die Leute, die das bestimmen und zu beurteilen haben, die leben in gesicherten Strukturen. Und ich denke, die meinen es nicht böse. Es ist nur so, sie leben in ihren gesicherten Strukturen und können sich gar nicht vorstellen, dass andere Leute anders leben. Ich wollte mich übrigens auch nochmal bedanken für unsere Zusammenarbeit in den letzten Jahren und ich bin halt ihr Ankerwoman. Ah, nee, das mache ich anders. Ja, aber ich sage eins, wir kommen zurück, ganz ruhig. Wir kommen zurück.
Und ihr müsst nicht so lange auf uns verzichten. Wir helfen euch.